Und hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Pokémon Bloody Bloody mit mir, Glut, bei einem wunderschönen Tag. Okay, ich weiß nicht, wie mein neuer Kollege von diesem Let's Play den gesprochen hat. Ich gehe einfach davon aus, dass er schon mal vorgelesen hat. So drücke ich einfach mal, ja, wir können wir kämpfen. Ich habe zwar keine Ahnung, welches Pokémon vorne ist, oder, Versuch gegen Speedtaste zu drücken. Oh mein Gott, Abra. Fake Monkey. No, es ist ein Fake Monkey. Und meins ist ja immer cool. Erstaunen. Erstauner töten. Und besiegt. Und Fake Monkey. Fake Monkey. Eigentlich kein schlechter Name. Scheiße, ein Kadabra. Ja, eigentlich schon hart. Level 7, na. Da komme ich einfach mal mit der Stone und gucken wir mal. Das hat super überlebt. Und dann ist er noch für ein. Gott. Ich mag das Spiel. Einfach mal. Ja, bin erschreckt. Okay. Fake Monkey ist somit das stärkste Pokémon im Team. Super. Menno, ich hab die. Bla bla bla. Ach. Ich lese den jetzt nicht vor. Nebencharakter und so. Fake Monkey, was haben wir denn da? Wie heißt das? Agro. Ich glaube, das sind ein paar O's zu viel. Was haben wir denn für einen Attacken eigentlich? Fusion, blablabla, Attacken, blablabla, okay. Hat sich eigentlich nichts am Attackenset eigentlich großartig geändert. Traurig, oder? Oh, bitte, lass ihn das schon gesagt. Nein! Ach, scheiße, Speed. Du nennst dich Pokémon-Trainer? Ich besitze kein Pokécatch. Warum das denn, Mann? Das ist etwas wie eine Armbanduhr für Arme. Meine Güte, du bist auch seltsam gewesen, aber ich. Ja, Prostitution und so, ja. Jetzt 200 Pokédollar. Ne? Du musst es wissen, ich habe den Pokécatch erfunden, stelle ihn her. Und jetzt leite ich auch die Werbekampagne dafür. Yay. Alles, was du tun musst, ist, drei Clowns in Jurastadt zu finden. Wenn du sie findest und... Nun, du kannst ein Pokécatch bekommen. Kann ich denn eigentlich auch ohne Pokécatch weiter? Ja, das ist ein Clowns, aber... Warum... Bin ich zufrieden. Hast du dir ein Pokécatch noch gar nicht abgeholt? Ich hörte, gibt es im Tausch gegen ein paar gebrannten Catch. Tschüss. Speedtaste. Hallo, ich bin ein dauernder Pokécatch-Werbekampagne. Ich habe eine Frage für dich. Wird dein Pokémon durch Kampf, durch Erfahrung stärker? Ja. Ding Dong, du hast absolut recht. Pokémon werden stärker, indem sie andere Pokémon kämpfen. Außer ihr habt nicht bei manchen Pokémon-Versionen, zum Beispiel Schwarz, wenn ihr keine gepatchte Version davon habt, kriegt ihr auch keine Erfahrung durch Kämpfe. Manche Pokémon entwickeln sich irgendwann zu einer anderen Form. Das nennt man Digitation. Hier bitte, komm, besuch mich bloß nicht wieder. Nimm so viele, wie du brauchst. Da staut das Item Pokémon. Yay. Dieser Clown. Guten Tag! Ich bin der Clown der Pokécatch-Werbekampagne. Ich frage dich, kann ein Pokémon ein Item halten? Ja, seit der zweiten Generation. Ding Dong, du hast absolut recht. Ein Pokémon kann ein Item halten. Manche Pokémon zeigen wirklich, sobald sie vor einem Pokémon gehalten werden. Die Pokémon essen gehaltene Beeren, wenn es im Kampf erforderlich ist. Hier, bitteschön, dein Pokécatch-Coupon. La 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 la. Chris verstaut mit dem Coupon dran. Boah. 5 Minuten. Nur ein Kampf.
Hallo. Ich bin der Clown der Pokécatch-Werbekampagne. Und hier ist meine Frage. Die Pokémon haben Typen bzw. Elementarklassen. Gilt das auch für Attacken? Ja. Ding Dong, du hast absolut recht. Wenn der Typ eines Pokémons dem seiner Attacke entspricht, wird die Attacke wesentlich stärker. Hier, bitteschön, dein Pokécatch-Coupon. Yay. Yay. Ah, meine Nase. Unglaublich. Voll das Zucken in der Nase. Wie habe ich... Ich habe dich irgendwie tief gesprungen. Dann lass mich mal deine Coupons sehen. Ich verwende dafür den Puck-Kitsch hier. 1, 2, 3, bravo. Oh mein Gott, er kann gerade bis 3 zählen. Nur dafür brauche ich einen Taschenrechner. Du kannst dich nur applaudieren. Für diesen Coupon gebe ich dir jawohl den Pokécatch, den man jetzt im Bildschirm sehen kann. Yay, Grüße. Du kannst deinen Pokécatch aufrüsten, wo er immer vielfältiger in seiner Möglichkeit wird. Rühre den Bildschirm des Pokécatch und probiere ihn mal aus. Ja, ich... jetzt kann ich switchen. Yay. Okay, hier, Pokécatch. Wir haben Aufnahmezeit, 18 Uhr. Wir haben... Taschenrechner, da können wir so plus 4 und gleich hier löschen. Den Taschenrechner halt, da haben wir Schrittzähler. Hier, ich bewege mich mal kurz. Oh mein Gott, und dann zählt er Schritte. Dann haben wir hier unseren Pokémon-Zustand. Und das war's auch. Und ich behalte das hier. Und wir können, nachdem ich geguckt habe, wie sieht's mit den Rüstungen aus? 8 Pokebälle. Wie sieht's mit Tränken? 6 Tränke müsste auf jeden Fall reichen. Dann gehen wir in Route 203. Oh mein Gott! Horst! Hey Rachi! Und schon stärker geworden? Ich, da musst du doch fragen, natürlich bin ich stärker geworden. Und wie geht's in deinen Blähungen? Pound, weißt du was? Dann zeige ich dir sogar ein Antibiotikum dagegen. Oh. Mein Gott, Horst! Ja, dann geht's einen epischen 3 gegen 3 Kampf. Dein Magen kann auch gar nichts gegen, Schatzi. Schatzi, setz guten Schlag ein. Ja, das, was du kannst, kann ich schon lange gut schneiden. Und weil es so schön war. Oh Gott, hör auf damit. Schatzi, setz noch einmal guten Schnack ein. Ja, irgendwie hat es nicht geklappt. Tackle, bedam. Nicht übermütig werden, es ist noch nicht vorbei. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die NPC nicht. Er reduziert meine Verteidigung, greift aber trotzdem speziell an. Richtig lust. Autsch. Dann kriege ich noch voll den Flammenkörper noch zum Schluss ab. Und Level Up für Schatzi. Schätzlein. Ich brauche eine Kanimani. Schatzi, schaffst du schon. Schatzlein. Level 10. Du brauchst nur gut den Schlag einzusetzen, damit ich es gleich mit der anderen Pokémon besiegen kann. Naja. Ja, okay. Hat mehr gebracht, als wenn ich, Akro! Los! Zieh deine verfickte Akro! Setz Flügelschlag an! Mach das Vieh verdammt nochmal tot! Meine Güte! Ich bin ja hier gar nicht aggressiv oder so! Stirb einfach! Ich bin nicht Akro! Ich hasse nur die ganze Menschheit! Okay. Akro, ich bin Level Up, ich bin voll Akro. Lilipiet, na komm.
du bist ein Scheißball. Fang früher schon ab. Das ist nicht sehr effektiv. Wie magst du es mich? Ja, mit Zollranskarten. Hier, Flügel schlappt, Mann. Fries! Nimm Puppen gegen bla bla bla. Oh mein Gott! Ist egal, wie viele Tränke du nutzt. Ich bring dich sowieso, du ziehst du. Dafür war der perfekte Volltreffer. Ja, ich bin gar nicht aggressiv. Ja, ich hätte noch ein Level abkommen müssen. Was ist passiert? Wir können dich verlieren. Was? Boah, ich bin jetzt so in Aggro drin. Was? Ich habe verloren. Was meinst du da? Das war's dann wohl. Das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ja, Horst. Wir hätten auch einfach nur ins Gebüsch gehen können. Ich werde den stärksten Trainer, den die Welt je gesehen hat. Und die Antibiotikum werden dir wahrscheinlich nicht helfen bei deinem Leben. Also, erstens nehme ich mir die Arena-Leiter von Hetzling vor, aber davor muss ich erstmal richtig fest trainieren. Ja, du hast ein Wasser-Pokémon, was willst du trainieren? Auf nach Jubelstand, Nebelchen. Boah, ich muss unterdrücken, langweilige Sequenzen mit die Taste zu drücken. Lala. Und ich hab Skype noch auf online gestellt. Das ist nicht schön, das weiß jeder, denn dann ist doof und so wegen Aufnahme. Ja, komm. Wäre ja nicht das erste Mal bei meinem Let's Play, wenn Skype einfach mal dazwischen tun. Ha! Konnte umgangen. Ah, dich umgehe ich auch. Dich auch. Ich wollte hier alle Trainer umgehen erstmal. Ich suche nach Pokémon und fand einen Trainer. Dann zeig mal. Musst du mit dem Kampf-Pokémon kommen? Die sind so komisch zu siegen wegen Kampftyp und so. Tackle ist weg. Schatzlein. Hau ich dir ein Tackle rein. Teddygrosa, den hätten das Pokémon wäre auch cool im Team. Oh, das Bright ist so niedlich. Und es muss sterben. Schatzi spricht natürlich nicht viel wegen. Ist ja Schatzi, das tötet. Ich kann schon sagen, dass ich das nächste Teammitglied im Kopf habe. Dafür werde ich kurz cutten gleich. Oh Gott, lass mich doch zufrieden. Bedrohe, das ist nicht schön. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse weibliche Snuggles. Sieht so. Fake Monkey. Ach, ich glaube, ich weiß sogar, warum Fake man hier. Oh Gott. Aber falls es Raphael nicht gesagt haben sollte oder Lice Brass, ja, bei der Erinnerung beschreibung drin ist. Werde ich dies auch nicht erwähnen, warum dies Fake Monkey ist, weil ich den Part nicht gesehen habe, den er aufgenommen hatte. Ich versuche nicht, die Sätze vollständig zu sagen. Ach komm. Agro, komm raus! Sieht so aus, als ob ich Lust hätte. Sieht mir unsympathisch aus, ich mach's kurz kalt. Es lebt ja noch. Wie kann es wagen, meine Angriffe zu erschienen? Okay.
Akro, beruhig dich mal. Nimm dein Level ab und sei ruhig. Ah, ich will ruhig bleiben. Lass mich zufrieden. Ah. Okay. Wir holen uns noch schnell die VM. Oh, ein niedliches Pokécatch und ein eher ungelenkter Wirkte Reißender. Du bist noch nicht so lange drin, oder? Aber das ist nicht schlimm. Denn wenn sie jetzt bestellen, kriegen sie einen Freund der Pokémon-Kratz dazu. Und da kriegen sie noch gratis diese versteckte Maschine. Diese versteckte Maschine oder kurz vor die Antike Zertrümmerer, bla 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 bla. Zertrümmerer, schlechte Antike nach Ordenärzte legen können wir es nicht. Dann cutte ich mal hier ganz kurz und gucke, ob unser neues Teammitglied hier auftaucht. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ah ja. Damit, nach einem längeren Pausen. Eigentlich war es das erste Pokémon, das ich begegnet habe, aber wie schon gesagt, Skype muss in jeder Aufnahme dazwischen kommen. Ja, ja. Ein Flurmel, wer hätte das erwartet? Mein Gott, das macht zu viel Schamwurzeln, du bist voll lieb. Ich hoffe einfach nur, dass es das richtige Wesen hat, wenn nicht. Wenn wir doof. Ach, wir haben sogar das letzte Item, das wir genutzt haben. Pokéball! 1, 2, 3! Du Katscha! Klasse! Boah, ich muss aufhören, mit meinem Ball zu spielen während eines Let's Plays. Nicht, dass mein PC wieder ausschaut. Dann so, Houston, switche gleich um zum zweiten Bildschirm. Okay, The Watcher. Meistens, weil. Normalerweise klingen seine Rufe wie Gemurmel. Hat es aber Angst, ist es so laut wie ein Flugzeug. Yay. Flummel, Flüster-Pokémon. Boah, nur 60 cm groß und 16 Kilo schwer. Gott. Bitte zum anderen Bildschirm switchen. Dankeschön. Okay. Wir nennen es... Komm, passt das? Nein! Und ich habe sogar Stereo falsch geschrieben. Dann nennen wir es halt anders. Anlage. Nee. Ich habe den ein. Mist, das hat 5 Buchstaben. Mist, dafür das I. Mussi-Anlage. Ah. Dann halt anders. Irgendwas mit Musik, Tonanlage. Switchen wieder zum ersten Bildschirm. Okay. Gut. Ja, was haben wir denn eigentlich für ein Wesen bekommen? Wir haben Wesen. Oh. Mutig sieht nicht gut aus. Es sieht so aus, als ob es noch einen Spezialangriff hoch hat, weil ich wollte mein Kravums auf Spezialangriff spielen. Aber mutig? Das müsste doch den Angriffswert erhöhen. Was haben wir denn an Attacke? Fund und Aufruhr. Welches denn stärker? Aufruhr. Wir haben auch eher ein spezielles. Eigentlich, was hast du denn für... Du bist eher ein physisches Ernst. Keine Ahnung. Sagen
Ich habe noch 5 bis 10 Minuten noch. Können wir ein paar Trainer plätten. Obwohl, ich hätte doch eher zum Pokémon Center vorgeschlagen. Nidoran, Weibwurz, Schatzi. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, du bist gleich... Ach, du wirst... Ohne Volltreffer macht mich das Nidoran weiblich sicher nicht kalt. Volltreffer tot. Oh. Okay, ich nehme meine Behauptung, dass du mich töten kann, zurück. Setz doch mal Heuler ein. Ach, trotzdem ohne Volltreffer tötest du mich nicht. Noob. Ach, ach, ach. Und dann nimmt es mich noch mit, gib mir die Erfahrung vorher. Danke. Oh, Gesang. Natürlich. Besser als wenn wir Heuler behalten. Lala, 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 lala. Und jetzt sind wir tot. Yay! Los, Tonanlage! Gucken, ob Tonanlage den Kampf schafft. Aufruhr! Wahrscheinlich nicht. Oh. Aufruhr! Da drehen wir den Bass voll auf. Oh, Scheiße. Ah, ich hab vergessen, Aufruhr. Na, ist egal. Fake Monkey! Your turn! Ja, obwohl Kratzer eigentlich stärker ist mit dem Step. Oh, Kratzer. Wir haben keine Kampfattacke. Das ist aber auch irgendwie traurig. Dass wir einfach keine Kampfattacke haben. Gucken, wie häufig bräuchten wir Zertrümmerer im Part oder im Let's Play generell. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nur kurz. Ja. Ich müsste jetzt überlegen, ich muss da eigentlich einen Part wenden. Ich gehe noch Pokémon Center. Und ich würde, glaube ich, nochmal zur... Ja. Wo konnte man sich Bidiza fangen? Oder wie ich... Ach, ich lasse es einfach. Ich stelle mich nur irgendwie positionsmäßig hin. Wechsle noch kurz mein Team. Speichere ab, wie es eigentlich auch in meinem Pokémon-Projekt eigentlich üblich ist, mal abzuspeichern, statt mit Safety zu arbeiten. Ich würde sagen, das war's dann auch schon von Pokémon Bloody Platin von meiner Seite. Der nächste Part wieder bei Gracie. Lazy Gracie LP. Meine Güte. Ich spiele mal ein bisschen vor, weil ich würde gerne das Speichern komplett. Ja, stimmt, wir speichern ja eigentlich sehr selten ab. Aber wir sollten das zwischendurch mal machen. Okay. Und dann, das war's dann auch. Bis dahin, tschüss!